will in der Tat als SPD-Mitglied und ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete die Bundesregierung, der ja die SPD wieder angehört, an ihre eigenen Vorsätze erinnern, weil ich als Friedenspolitikerin glaube, dass neben der Kritik immer auch das Anknüpfen an dem, wo man eigentlich positiv anknüpfen könnte, wichtig ist. Die Bundesregierung betont seit Jahren, dass die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung ein wichtiges Ziel der deutschen Außenpolitik ist. Und das ist auch unterstützenswert. Es bedeutet aber, die Regeln des Völkerrechts und alle völkerrechtlichen Verträge, die Deutschland ratifiziert hat, einzuhalten. Nur wer mit gutem Vorbild vorangeht, kann andere glaubhaft zur Einhaltung von Regeln auffordern. Ich stehe hier mehr für die Initiative Neue Entspannungspolitik jetzt als für die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, wo ich gerade erst in den Sprecherrat gewählt worden bin. Und deswegen möchte ich etwas zu den Grundsätzen der Entspannungspolitik sagen, denn dazu gehört es, auf Diplomatie zu setzen, statt auf das Recht des Stärkeren. Es gehört dazu, militärische Bedrohungen durch vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle und Abrüstungsverträge zu reduzieren, anstatt sich in einen unkontrollierten Rüstungswettlauf zu begeben. Es gehört dazu, auf der Einhaltung völkerrechtlicher Normen zu bestehen, und zwar auch und gerade gegenüber den eigenen Verbündeten. Vielleicht nicht immer öffentlich, aber auf jeden Fall in vertraulichen Gesprächen. Entspannungspolitik wird nicht in erster Linie im Umgang mit Gleichgesinnten gebraucht, sondern im Umgang mit den Staaten, die radikal andere Positionen vertreten oder entgegengesetzte Interessen haben. Antje Vollmer, die bei dieser Kundgebung dabei ist, hat das neulich in einem Interview sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Man kommt nicht weiter, wenn man sich gegenseitig nur Vorwürfe macht, mit Sanktionen überzieht und gegenseitig bedroht. Einer muss da aussteigen. Zitat Ende. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hat in den letzten Jahren mit hoher fachlicher und diplomatischer Kompetenz erreicht, dass fast der gesamte Bestand syrischer Chemiewaffen vernichtet wurde. Bitte? Sie kontrolliert die Zerstörung der Produktions- und Lagerstätten und inspiziert, wie in anderen Mitgliedstaaten des Chemiewaffenübereinkommens, Einrichtungen, die zur Produktion von Chemiewaffen missbraucht werden könnten. Und sie hat mehrere Fälle von Chemiewaffeneinsatz in Syrien aufgeklärt. Es gibt allen Grund, ihren Fachleuten zu vertrauen. Wer behauptet, dass in zwei von der OVCW kontrollierten Einrichtungen Giftgas produziert wird, obwohl zwei Kontrollen im vergangenen Jahr keinerlei Hinweise darauf ergeben haben, muss das belegen und muss die Belege der OVCW vorlegen und um erneute Kontrollen bitten. Stattdessen die Anlagen durch Luftangriffe zu zerstören, sodass gar keine weiteren Kontrollen darin stattfinden können, untergräbt das Vertrauen in die OVCW. Gerade Deutschland, das seine Verpflichtungen als Mitgliedstaat der OVCW sorgfältig erfüllt und sich an der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen beteiligt hat, kann kein Interesse daran haben, die OVCW zu demontieren. Es wird zu Recht immer wieder betont, dass der Syrien-Konflikt nur mit diplomatischen Mitteln gelöst werden kann. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel hat dazu am Sonntag in einem Interview gesagt, ich zitiere: Wer einen Weg für Syrien in eine friedliche Zukunft sucht, muss über den Tag und den nächsten Luftschlag hinausdenken. Wann immer ein solcher Weg ernsthaft gesucht wird, braucht man alle Konfliktparteien an einem Tisch. Zitat Ende. Wer dazu beitragen will, alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen, muss damit aufhören, diejenigen zu dämonisieren, die für die Verhandlungen gebraucht werden, und muss Indizien, Fakten und Vermutungen sauber auseinanderhalten. Diplomatie braucht einen langen Atem und strikte Orientierung an der Sache. Ich hoffe, dass die Bundesregierung alles tut, um den Syrien-Vermittler Staffan de Mistura zu unterstützen. Dankeschön.